Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich für diesen Podcast entschieden haben. Heute mit der Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann, die mittlerweile nur noch eines will. Ich bin einfach wie ich bin. Mir ist nur noch das Innere wichtig. Personality, auch gerade auf Tournee. Ich habe eine mega Band. Mhm. Es geht einfach nur noch um Musik, um Personality, um was zu erzählen, um was zu sagen, was ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, finde ich auch, dass man hier und da auch die richtigen Botschaften absendet, weil man die Möglichkeit hat, viele Leute anzusprechen. Wenn mich jemand fragt, was ist für dich das Wichtigste an den Gesprächen, dann sage ich zuhören. Zuhören, offen sein, sich einlassen auf die Begegnung, ohne vorher den Menschen in eine Schublade gesteckt zu haben. Herzlich willkommen, Jeanette Biedermann. Dankeschön, ich freue mich. Ja, wir freuen uns, dass du da bist, auch mit deiner neuen Musik gekommen. Die heißt DNA, also da ist sehr viel von dir drin. Ja, auf jeden Fall. Also, obwohl es zu diesem Albumtitel ganz anders gekommen ist, weil ich hatte anfangs gedacht, ich nenne das Album einfach das neue Album. Ich war so in diesem Schreibeprozess drin und ich war so nah dran und drin, dass ich gar keinen Namen so richtig dafür hatte. Also irgendwie musste der mir dann irgendwie gezeigt werden, offensichtlich. Wir haben ja schon so ein bisschen geplaudert so im Vorgespräch und es ist wirklich ein tolles Album. Dankeschön. Sehr viel Persönliches von dir. Ja, auf jeden Fall. Also so ein Album ist ja für mich immer ein Zeitdokument, mhm, und es dokumentiert wirklich so die letzten Jahre, was mich so bewegt hat. Und vor 2,5 Jahren ist der allererste Song entstanden und da war ich gerade unterwegs, habe Theater gespielt und habe angefangen zu schreiben. Der Song heißt Solotrip, mhm, ist jetzt der letzte Song auf, ja, meinem Album. Ja. Und ist der erste, der eigentlich dafür entstanden ist, weil eigentlich habe ich einfach nur Musik gemacht und geschrieben und es war gerade zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht daran zu denken, dass ich jetzt eine Platte mache. Es hat sich dann eher entwickelt mit Sing Meinen Song und dass dann plötzlich ganz viele Lieder da waren und ich mir gedacht habe, okay, was macht man mit so vielen Liedern? Man macht ein Album. Genau, das ist eigentlich das Beste für eine Musikerin. Ne? Absolut. Man macht ja dann die Musik doch nicht für sich alleine, sondern freut sich, wenn sie auf die Menschen trifft. Wir müssen über Sing Meinen Song sprechen. Du warst ja auch mit in Südafrika und ich habe so den Eindruck, das hat was mit dir gemacht. Ja, auf jeden Fall. Nun muss ich sagen, dass wir wirklich so eine besondere Truppe waren und sind es ja heute noch. Ne? Also wir sind immer noch alle sehr fest verbunden. Wir besuchen einander auf Konzerten. Wir haben es ja als erste Sing Meinen Song Gruppe geschafft, wirklich ein Konzert auf die Beine zu stellen und haben in der Waldbühne vor 20.000 Menschen gespielt, mhm, und haben Sing Meinen Song sozusagen auf die Livebühne gebracht. Das war ganz, ganz, ganz toll und ich liebe diese Menschen so unglaublich und ich bin so dankbar, dass diese wunderbaren Menschen in mein Leben getreten sind, wirklich, und es war eine ganz magische, besondere, wunderbare Zeit, die mir viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gegeben hat, die mich sehr bestärkt hat, in all dem und auch darin bestärkt hat, eine Platte zu machen. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar. Also für mich die schönste Musiksendung. Aber ich glaube, die Stimmung ist vor Ort ähnlich, wenn nicht noch besser. Genau, ich kann natürlich nur von uns sprechen, weil da habe ich es halt am eigenen Leibe in der Situation erfahren und kann nur sagen, das, was man im Fernsehen gesehen hat, war genau das, was auch dort wirklich passiert ist, ja, diese Magie. Und man muss einfach sagen, dass wir alle gleichermaßen sehr interessiert an unserem Gegenüber, der in dem Moment waren, und dass wir alle einander das Gefühl gegeben haben, alles sagen zu können und dass man sich vertraut. Und du musst ja nur einen Menschen dabei haben, wo du nicht genau weißt, so, dann macht man sofort sein Schild davor und schützt sich und dann kann man nicht mehr ganz sich öffnen. So. Und das war hier halt gar nicht. Man konnte sich zu 120% öffnen und konnte auch wirklich über Dinge reden, über die man sonst nicht redet. Wir haben ja alle die Kameras ab der ersten Minute vergessen. Also wie geht das eigentlich? Sind die versteckt? Also das muss ich vorstellen, dass die in Büschen versteckt sind und so, man sieht sie nicht, ne? Also da stehen keine Kameras, sondern die sind alle minutiös versteckt und mit Laub bespannt und die geben sich richtig Mühe, dass man das nicht sieht und man vergisst es wirklich, ne? Und dann ist es natürlich so, im Vorfeld beschäftigst du dich so lange mit jeder einzelnen Person, mit den Songs und setzt dich dann mit dem Song, den du dir ausgewählt hast, setzt du dich dann auseinander und versuchst wirklich demjenigen einen ganz besonderen Moment zu schenken und zu überlegen, hey, wie kann ich den Song machen, dass er irgendwie
ja, für diesen Moment so ganz besonders wird und dass derjenige sich so freut. Und wir waren alle unfassbar aufgeregt. Also das ist einfach enorm gewesen, wie aufgeregt man da war, das vor diesem, vor dieser Gruppe dann und vor dem jeweiligen Menschen zu machen. Ich werde nie vergessen, wie Johannes Oerding nach Rock My Life, wie ich ihn umarmte und ich spürte richtig physisch sein Herz auf meine Brust pochen. Ja, ich, weil man wirklich, man will es so gut machen für diesen Menschen, der da sitzt, und man will diesen Menschen so einen besonderen Moment schaffen. Also sie haben es auch geschafft, diesen Moment, den wir da hatten, wirklich, weil natürlich, es wird hier und da auch geschnitten, weil wir können so lange sitzen dort, wie wir wollen. Ne? Mhm. Also das ist so, wenn wir da 3 Stunden unseren Abend machen, dann machen wir da 3 Stunden unseren Abend. Ne? Also insofern wird es natürlich am Ende so ein bisschen hier und da auch geschnitten. Und da läuft man natürlich immer Gefahr dabei, dass man an Magie verliert. Ja? Aber das ist es Box wirklich so gut gelungen, dass alles genau so, dass die Quintessenz dessen wirklich so rüberzubringen zu den Leuten. Also ganz unglaublich tolle Stimmung bei euch war gewesen. Unvergesslich für mich. Also du hast ja Johannes Oerding schon erwähnt. Es war Alvaro Soler war noch dabei. Michael Patrick Kelly, Milo. Genau, der wunderbare Vincent Weiser. Ja. Jennifer Haben von Beyond the Black. Ganz anderes Fach. Auf deinem neuen Album, da geht's auch so ein bisschen um Nähe und Distanz. Ich glaube, das ist etwas, was du brauchst und auch ganz gut mit deinem Lebenspartner lebst. Da gibt's ja zum Beispiel auch diesen Song Mutterstadt, der das ganz gut beschreibt. Genau, ich glaube, das ist aber primär etwas, was, also gerade Mutterstadt, ne, ist ein Song, der hat wirklich, ich glaube, man kann nur wirklich innere Freiheit spüren und wirklich in die Welt ziehen und losfliegen, wenn man eine Basis hat, ne? Wenn man weiß, wenn man eine Basis hat, wohin man zurückkehren kann. Ich glaube, nur dann kann man wirklich frei sein. Man kann ganz weit in die Welt hinaus, aber am Ende will man immer nur dahin zurückkehren, ja. Und das ist Mutterstadt. Und das, ich war in meinem Leben auch hier und da schon etwas heimatlos und ich weiß, dass man da am unfreisten ist, obwohl man meint, freier zu sein. Also manchmal muss man fortgehen, nach Heimweh suchen. Also man muss dem Fernweh nachgeben, um Heimweh wieder zu finden. Also, das ist also, nicht so aber so ist es. Man muss manchmal gehen, um wieder zurückzuwollen. Ein ganz berührender Song, Deine Geschichten. Ja, genau. Über deinen Papa, der ja leider verstorben ist. Jetzt auch 3 Jahre, glaube ich, ist es her. Ne? Genau. Und da habe ich gelesen, dass deine Mama gesagt hat, du hast mir den Papa so nahe gebracht mit diesem Song wieder. Als wäre, weil man hat natürlich, man weiß ja, ne, wenn jemand so krank ist, es dreht sich viel um die kranke Person. Und die Person, die sich eigentlich aufopfern kümmert, die kommt immer zu kurz. Ne? Und ich weiß, dass es eine Zeit lang einfach sehr schwer war und auch gerade kurz nach seinem Tod, man war eigentlich nur traurig und jede Geschichte, die man erzählt hat oder wenn man irgendwas gedacht hat, kamen einem sofort die Tränen. Das kennen wir alle, die schon mal jemanden verloren haben. Ja. Und ich wollte halt so gerne, dass wir uns wieder schön an ihn erinnern, dass wir über die Anekdoten lachen können, über seine Geschichte. Mal, er war ein humorvoller Mensch auch. Wir haben echt, es ist jedes Wort in diesem Lied wahr, ne? Wir haben so oft am Feuer gesessen mit dem Bierchen und haben die alten Stories erzählt, ja. Und ich habe halt in diesem Song so ein paar unserer Geschichten erzählt, ne? Von ihm alleine ganz am Anfang dann, als ich mit meiner Mama dann eben nach Hause kam als Baby. Und dann, wie wir geflüchtet sind. Und dann, ja, es ist unglaublich. Also du hast es wirklich geschafft. Also eure Geschichte. So ein bisschen. So ein bisschen, ne? Es ist, aber es sind die wichtigsten so Stationen und auch Erinnerungen, die ich mit ihm habe. Mein allererstes Konzert in meinem Leben und so. Und weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir die Geschichten unserer Lieben, die nicht mehr hier sind, weitererzählen, damit sie am Leben bleiben. Ja, das ist, so ist es mit Geschichte an sich. Geschichte muss weitererzählt werden, natürlich, damit sie weiterlebt. Und genau, meine Mutter hat halt einfach gesagt, ja, sie konnte halt einfach wieder mit einem Lächeln auch an diese schönen Sachen denken, die Hausflurgeschichte und so. Man vergisst über diese negativen Sachen oft das, was man eigentlich Schönes erlebt hat. Ja, das, nur, dass jeder mitkommt. Diese Hausflurgeschichte war, dass er das Treppenhaus geputzt hat. Ja, meine Eltern haben damals im Mietshaus gewohnt, ne, ganz, ganz oben. Und meine Mama kam dann mit mir als frisch geborenes Baby nach Hause. Es war damals noch nicht so üblich, dass Männer bei der Geburt dabei waren. Ja. So, ne? Und da hat mein Vater nicht nur die Wohnung geputzt, sondern er hat auch gleich das ganze Treppenhaus geputzt, weil er wollte, dass alles sauber ist. Oh, wie süß. Ich meine, die Wohnung hätte echt gereicht. Ja. Ne? Aber er hat dann das ganze Treppenhaus gewischt.
Und das ist so niedlich. Und ja. Und er war so stolz, ne? Also, voll, voll. Ja. Er hat diese Geschichte das ganze Leben lang immer wieder erzählt, wie er das Treppenhaus geputzt hat und wie die Wohnung doch gereicht hätte und so. Und das ist, was ich meine. Wir haben oft diese alten Geschichten erzählt, wenn wir bei uns im Garten gesessen haben, am Feuer irgendwie. Und ich wollte, dass wir das wieder tun, ohne dass man heulen muss. Ja, aber man, ja, aber es ist trotzdem. Es ist also, ein Prozess, es dauert klar, eine Weile, ne? Ja. Es dauert ja. eine Weile, bis man das kann. Aber das Lied hilft total, weil es das auf den Punkt bringt. Mhm. Weil es das Wesentliche auf den Punkt bringt, dass also die Menschen, die verstorben sind, in der Regel nicht wollen, dass man leidet, ne? Ja, sondern ja, eigentlich sich wünschen, dass man sein Leben weiterlebt und glücklich ist und fröhlich und glücklich an denjenigen zurückdenkt. Aber das ist natürlich ein Prozess, das dauert, aber da ich bin halt Musikerin und ich verarbeite halt durch Musik, das ist halt meine Art, damit umzugehen. Er scheint ja auch ein sehr positiver Mensch gewesen zu sein. Also es entnehme ich jetzt, also ihr habt ja auch echt was erlebt. Also, als er noch gesund war, ja. Ja, das genau. ist dann nachher ein Kämpfer. Ein Kämpfer, ne? Alles, also dieses, da kommt halt dieses, alles wird gut, war anscheinend immer ja, etwas. Ja, aber das war immer, das ist halt genau so Sätze, ne, die du hinten raus nicht mehr hören kannst. Weil du weißt, es wird nicht gut und dir sagt immer jemand, auch oh, komm, es ist gut, alles wird gut, dann mach dir keinen Kopf, komm, alles wird gut und du weißt, nein, es wird nicht gut, ich weiß es so. Hat er das auch noch in seiner Krankheit ja, gesagt? Ja, immer. Mein Vater wollte nie, dass man sich Sorgen um ihn macht oder dass man irgendwie, wenn wir dann abends gesessen haben, da hat man gesagt, oh, du musst ein bisschen vernünftig sein, du musst hier drauf achten, auf deine Gesundheit, du musst das machen und dieses machen und dann, alles wird gut, komm, mach mal, alles ich verstehe, das war mehr so, ja. Genau, mein Vater ist nur Berliner, der hat natürlich gesagt, alles wird gut, alles wird gut. Du bist ja auch eine Ur-Berlinerin. Genau, mach dir keinen Kopf, alles wird gut und du wusstest, nee, das sagst du jetzt nur, um uns zu beruhigen und damit wir das Thema lassen. So, ne? Ja, verstehe. Und dann kannst du das nicht mehr hören eigentlich. Ja, nee, ja. Dann und dann hinten raus irgendwann sagst du dir, ich würde es mir wünschen, noch ein einziges Mal zu hören. Ist verrückt, oder? Ja, ja. Aber das hast du sehr gut. Ja, man kann sich das so vorstellen. Auch was, auch eure Geschichte, ja. Das, also wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also dass ihr seid ja im Herbst 89, also da kurz, also im Grunde kurz vor der Maueröffnung dann seid ihr ja noch geflüchtet als Familie. Genau, genau. Wir waren der letzte Strom, der noch über Prag geflüchtet ist. Wahnsinn. Richtig. Ja, und du warst 9 Jahre alt? Ich war 9 Jahre alt, genau. Ja. Hast du noch du hast wahrscheinlich noch sehr gute Erinnerungen daran. Ja, ja, klar. Also ich habe natürlich meine kindlichen Erinnerungen und dann aus meiner heutigen Sicht, wo ich natürlich alles verstehe als Kind, war das ja für mich ein großes Abenteuer. Ich habe also keine Angst gehabt. Nein, ich habe gar nicht die ganze Tragweite dessen hier überhaupt gar nicht gecheckt. Also erstmal wusste ich gar nicht, wo wir hinfahren. Meine Eltern haben gesagt, wir machen einen Tagesausflug nach Prag. Was auch ganz wichtig war, weil wenn ich mich an der Grenze verplappert hätte, wären meine Eltern ins Gefängnis gekommen und nicht ins Heim. Ja. Deswegen habe ich eigentlich erst kurz vor der Botschaft erfahren, was wir eigentlich tun. Mhm. Ja, und habe ich gesagt, ja gut, dann hauen wir jetzt in den Westen ab. Klar, machen wir so. Also ich habe nichts gecheckt. Ja, ne? Ja. Und dann sind wir in die Botschaft und damals war die Botschaft wahnsinnig überfüllt. Es waren über 4000 Menschen in der Botschaft, deswegen durften nur noch Frauen und Kinder rein. Und die ganzen Männer mussten draußen vor der Botschaft warten. Ach, ja. Was ein schwieriges Unterfangen war, weil die waren natürlich vogelfrei. Mhm. Mit denen hätten sie halt alles machen können. Mhm. Das hätte keinen interessiert. Oh. Keiner gemerkt. Ja. Ja, und da waren wir dann 3 Tage und am 4. Tag ging es dann in die Züge und dann, genau, durch den eisernen Vorhang. Deine Eltern, was haben sie erzählt? Warum wollten sie flüchten? Es ist natürlich so, meine Eltern waren politisch unzufrieden, logischerweise. Die DDR, das war ja ein Staat, der die Menschen entmündigt hat, also wirklich entmündigt hat mit Arbeitsverboten und. Also du konntest wirklich nicht frei dich entfalten. Und sie wollten für mich einfach, dass ich frei sein kann, dass ich auf der ganzen Welt studieren kann, dass mir niemand verbietet, irgendwas zu tun und dass ich mich frei entfalten darf und fliegen darf und dass mir keiner die Flügel stützt. Oh, ne? Und was ist ja so, alleine wenn ich an Musikerkollegen denke, ja, wie Silly und so, was die für Geschichten erzählen, dann zum Teil Berufsverbot, weil sie die falschen Worte getextet haben und so. Also das ist schon extrem gewesen und meine Eltern wurden halt von der Stasi ganz doll drangsaliert. Nachdem sie einen Ausreiseantrag gestellt haben, also mein Vater wurde verprügelt, verhört, bestohlen, ist er dann zur Polizei gegangen und da hat die Polizei gesagt, Herr Biedermann, gehen Sie doch in den Westen zur Polizei, die können Ihnen vielleicht helfen. Ne? Und dann wurde er seines Jobs beraubt, er dürfte dann plötzlich nicht mehr Taxi fahren aus heiterem Himmel, wurde dann versetzt, degradiert, ganz, ganz... Echter Psychoterror. Richtig Psychoterror und die Spitze des Eisberges war, dass sie dann gesagt haben, ziehen Sie einen Ausreiseantrag zurück, wir wissen, wo Ihr Kind zur Schule geht. Und da haben meine Eltern von heute auf morgen über Nacht gesagt, jetzt ist es Schluss und haben Tasche gepackt und
sind dann Wahnsinn. Mit mir geflüchtet, genau. Was auch ein großer Mut war, ne? Total, ich war jetzt gerade in der Botschaft und habe das Fest der Freiheit hat dort stattgefunden in der Prager Botschaft und da wurden also ganz viele Flüchtlinge eingeladen und ich habe da gespielt ein paar Songs. Und das war unfassbar, was für Emotionen da sind, ja. Also es sind nur Menschen da unten, die geweint haben. Also so berührend ist das für die Leute heute noch. Und ich weiß, was daran so berührend ist, weil ich habe damit gar nichts zu schaffen. Ich war 9 Jahre alt, ich habe nichts gemacht. Ich wurde einfach nur mitgenommen. Und ich war ein Kind, ich bin durch die Botschaft geheizt und habe da meinen Spaß gemacht mit den anderen Kindern und habe nichts gerafft. Aber was meine Eltern da für einen Mut aufgebracht haben mit Millionen anderen Menschen, ja. Nicht nur die geflüchtet sind, auch die auf die Straße gegangen sind und gerufen haben, wir sind das Volk. Stasi alle, raus und alles. Alle, die sich aufgelehnt haben, haben einfach diese Mauer niedergerissen und diese friedliche Revolution in Gang gebracht. Und ich bin so stolz, dass meine Eltern ein Teil davon sind. Und ich habe da viel für mein Leben gelernt. Ja, sie haben mich damit wirklich mutig und stark gemacht und mir gezeigt auch, dass man im Leben immer wieder von vorne anfangen kann. Weil meine Eltern hatten eine Reisetasche mit 3 Handtüchern mit. Und haben ihr ganzes Hab und Gut hinter sich gelassen. Kein Cent Geld, kein nix, nur 3 Handtücher, ne? Und weil du dürftest ja mehr nicht mitnehmen. Das wäre ja alles aufgeflogen an der Grenze. Na klar. Das heißt, musste ja so aussehen wie ein Tagesausflug. Und im Westen, meine Eltern haben sich nicht auf die faule Haut gelegt. Die haben sofort eine Arbeit gefunden, gearbeitet. Wir hatten ganz schnell wieder eine kleine Wohnung, ein ganz kleines Auto. Und meine Eltern haben mir im Prinzip gezeigt, dass man immer im Leben es wieder schaffen kann, wenn man nur fleißig ist. Ja, das hast du angenommen. Das hast du ja auch gesehen. Naja, gerade als Musiker, ne? Ja. Also man weiß nie, was morgen ist. Wir sind ja alle irgendwie selbstständig, ne? Nicht angestellt. Also es liegt immer an einem selber, was man da macht mit seinen beiden Händen. Und insofern, ja, haben sie mir da viel, viel Kraft gegeben und auch viel Ruhe, nicht Panik zu kriegen, nicht zu sagen, oh Gott, ich suche mir jetzt mal irgendwie schnell einen Job, sondern einfach zu sagen, es wird schon alles gut. Man weiß nicht direkt, was morgen kommt, aber du kannst Musik machen und du kannst mit dieser Musik rausgehen und spielen und machen und spielen und fleißig sein. Ja. Und dann dir irgendwie deine Leute und deine Hörer und dein Publikum dir aus dem Herzen raus erspielen. So. Und hab Vertrauen in dich selbst, dass es immer alles gut wird. So, ne? Ach, schön. Das ist, ja, du warst ja, also dir ging es ja auch gut. Du hast es ja auch beschrieben mit 9 Jahren. Du bist dort auch schon aufgetreten in einem Zirkus. Also ich glaube, für dich war das nicht unfrei. Meine Eltern haben es mir immer schön gemacht und ich habe ja gar nicht gewusst, was ich vermissen soll. Denn die wirkliche Freiheit, um die es geht, die benötigt man erst später, ne? Also erst, wenn man dann ein bisschen älter wird und wenn es dann darum geht, sich zu entwickeln, ja, nach links und rechts zu schauen, zu verstehen, dann fängt das an, ein wichtiger Faktor im Leben zu werden. Aber solange man noch ein Kind ist, hat man seinen kleinen Kosmos und der ist sehr wichtig. Der ist auch wichtig, weil er dich behütet, weil du ja auch dein Geist muss ja erstmal wachsen, ne? Weil das käme ja sonst auch einer Reizüberflutung gleich. Das heißt, der Geist wächst ja mit dem Körper so mit sozusagen. Deswegen wird das erst später wichtig, wenn es darum geht, zu reisen zu wollen, andere Länder zu sehen, sich zu entwickeln, studieren zu wollen. Gerade als Musikerin, ich war auf der ganzen Welt unterwegs, ja. Ich war in China, habe dort Konzerte gespielt. Ich war in Peru, hätte ich alles nicht machen können, ne, wenn meine Eltern nicht diesen Schritt gegangen wären. Aber als Kind ging es mir immer super gut. Ich habe mich gefreut, wenn ab und zu aus dem Intershop irgendwie ein paar Haribos klargemacht wurden. Das fand ich tierisch und für mich war alles gut. Ich war da behütet und genau, bin in so einem kleinen Zirkus aufgetreten, wo ich auch schon gesungen habe und so. Du bist also schon immer gerne, du bist gerne rausgegangen. Ja, ne? Na, das war von Anfang an klar. Also meine Eltern haben mich ja immer gerne Miss 1000 Volt genannt. Und sie wussten, wovon sie reden. Und irgendwann war es so, das Kind braucht ein Hobby. So, ich glaube, ich ging meinen Eltern ein bisschen auf den Sack mit meinem Temperament. Und dann sollte ich erst in so einen Ballettverein. Das war aber total doof. Das fand ich echt blöd. Das war alles so unfrei. Und da waren wir ganz viele Kinder und wir sollten einen Apfelbaum nachstellen. Und ich habe einen Apfelbaum nachgestellt. Im Schneidersitz haben wir angefangen damit mit unserer Darstellung. Und ich habe mit meinen Händen Fäuste als Äpfel geformt und fand das tierisch kreativ. Ich fand das super, weil ich war das einzige Kind, was Äpfel an seinem Baum hatte. Aber dann sind irgendwelche Schlauberger Kinder aufgestanden und haben einen wachsenden Baum imitiert.
Und das waren die Kinder, die genommen wurden. Oh nein. Und die Kinder, die sitzen geblieben sind, waren nicht begabt genug. Und da war ich, dachte ich so, ey, ihr seid wirklich, ihr seid so Schweine. Ich hab Äpfel gemacht. Was ist denn das Wichtige an einem Apfelbaum, verdammt? Die Äpfel, Mann! Ja, also, aber das siehst, ich meine, du hast halt schon, du hast dich ja nicht unterkriegen lassen, schon damals, ja. Ja, aber deine, ich finde auch ganz ehrlich, ja, ob der Baum nun wächst oder nicht, das macht er doch sowieso. Dass er Äpfel hat, ist wichtig. Aber so nein, also ja, insofern, ja, das hat dann nicht geklappt und dann bin ich in so ein Akrobatikverein und die hatten so einen kleinen angeschlossenen Zirkus und das war ganz toll. Ihr hattet ja auch, also ich meine, ihr seid mit einer Reisetasche und ein paar Handtüchern gekommen, also ihr hattet ja nichts. Gar nichts und es war so, dass unsere Familie im Prinzip mit dem Mauerbau auseinandergerissen wurde. Also direkt einmal in der Mitte durch. Ein Teil blieb im Osten, ein Teil im Westen. Und es war ja so, dass damals, als die Mauer gebaut war, wirklich eine Panik herrschte. Da sind Leute aus Hochhäusern, ja, aus dem Fenster gesprungen, um noch über diese Mauer zu kommen. Ja, und das war ganz, ganz furchtbar. Und unsere Familie wurde eben wirklich in der Mitte durchtrennt sozusagen. Das hatte dann im Nachhinein den Vorteil, dass wir natürlich dann drüben auch einen ersten Unterschlupf hatten, dann eben bei meinem Onkel. Ne? Aber meine Eltern wollten sich da auch nicht lange aufhalten, ja, weil meine Eltern sind sehr bescheidene Menschen und wollten niemandem auf der Tasche liegen und haben sofort wirklich nach Arbeit gesucht und gefunden und ja, sofort gearbeitet und ja, sich ihr eigenes Leben wieder aufgebaut. Ja, ne? Zusammen mit dir. Also es ist schon eine tolle Geschichte. Also du, ihr wart nicht die Einzigen, es gab ganz viele. Ne? Ja, es gab ganz, ganz viele ja, und deswegen, also all diese Menschen haben großen, ja, großen Mut bewiesen und große Stärke. Deswegen war der Moment jetzt in der Prager Botschaft auch so wahnsinnig. Ich habe da deine Geschichten gesungen, da weinte das ganze Publikum und ich konnte die Augen nicht öffnen, weil ich das nicht geschafft hätte. Ja, ich habe dann am Ende die Augen aufgemacht und dann lief es mir runter und ich konnte das gar nicht mehr aufhalten, weil es so berührend war. Das glaube ich, ja. Das ist aber auch an dem Ort das Lied zu singen. An dem Ort singen, auch noch, ja, ja. Es ist schon so immer eine große Konzentration, ne? Da einfach nicht, weil ich möchte natürlich am Ende, dass die Leute einfach dieses Lied hören können. Und wenn du das Weinen zulässt, dann ist das Lied vorbei, da kannst du nicht mehr singen. Das ja, ist, das klar, geht leider nicht. Ja, ja. Also ja, insofern bin ich da immer sehr konzentriert, dass ich es singen kann, weil ich möchte es immer für ihn irgendwie singen und dass jedes Wort hörbar ist. Und ne, ein ja, bisschen, also in Afrika gelang es mir fast nicht so, in Südafrika, aber jetzt so die vielen Male, die ich es gesungen habe, habe ich es immer geschafft, dass ich mich erst danach umdrehen musste. Oh, das ist, ja, weil so, klar, da macht man sich gar keine Gedanken. Natürlich, du, man kann nicht einfach losheulen. Kann man schon, kann aber man schon, ist, ja, ich bin nicht so der Typ dazu. Mhm. Ich habe, also sowieso, diese Offenheit, die ich bei dem Album habe, das ist eine Offenheit, zu der ich erst jetzt als erwachsene Frau in meinem Alter, was ich jetzt habe, erst den Mut gefunden habe. Das muss ich wirklich so sagen, weil Ehrlichkeit und Offenheit erfordert wirklich Mut, weil du machst dich verletzlich, ja, du machst dich angreifbar. Das heißt, das habe ich mich als ganz junge Frau einfach noch nicht so in dem Maße getraut. Ne? Mhm. Und aber ich wollte gerne, dass das Album einfach, ja, ich möchte nur noch ganz offen sein, egal was ich tue, weil alles andere macht für mich keinen Sinn mehr. So. Das ist ja dann auch gleich der allererste Song mit diesem Wie ein offenes Buch, genau, der behandelt ja genau das dann auch. Ja? Genau. Du möchtest auch einfach nur noch ja, ehrlich sein und ich selber sein, ne? Weil es ist ja auch so, wir sind ja alle ähnlich, wir ticken ja auch alle irgendwie ähnlich, ja. Und ich habe, das ist genau das, was der Text ja auch sagt, meine Schwächen auch hier und da immer wieder kaschiert, statt einfach zu sagen, guck mal, ist so, hier bin ich, das sind meine Schwächen, das sind meine Stärken und nimm es oder nimm es nicht, ja. Und einfach auch dazu zu stehen, auch die Selbstakzeptanz zu haben, wer man ist und wo man jetzt ist. Ja, nicht zu sagen, hätte ich mal früher noch das anders gemacht, dann wäre ich vielleicht jetzt da. Hätte ich mal so, vielleicht, ich hätte noch mehr, ich hätte ein Instrument besser lernen müssen, dass ich heute mich selber begleiten könnte oder was auch immer man da für Sachen hat, wo man ja, im Nachhinein sagt, hätte ich mich mal mehr hintergeklemmt oder so. Nee, hier bin ich und das ist super, so wie es ist und es ist schön und ich bin dankbar dafür. Ja. Aber es ist toll, also dass du es, ich meine, manche, man muss sagen, manche erreichen das nie. Dann brauchst du auch keine Angst mehr zu haben. Nee, und man hört dann auch auf zu hadern, weil man dann einfach sagt, ey, schau mal, es ist immer wieder das Stückchen Dankbarkeit, was einen zu einer großen Zufriedenheit bringt. Mhm.
Ja, und ich meine eine Zufriedenheit im Sinne von innerlichen Frieden. Ne? Nicht, dass man sich zurücklehnt und sagt, ach, schön, mir kann nichts mehr passieren, ich mach mal alle Viere lang. Das nicht, sondern dass man Frieden mit sich, mit seiner Vergangenheit, mit all dem, was man gemacht hat, schließt. Weil nur daraus kann man sehr neu erwachsen. Mhm. So, ne? Und ich habe oft den Fehler gemacht, dass ich immer sehr zurückgeschaut habe und gesagt habe, so, ah, wenn ich da doch hätte noch das gemacht und wenn ich doch hätte hier noch ein bisschen das, dann wäre doch vielleicht noch, und warum haben andere das gemacht und, ach, oh, das hätte ich, weißt du, so, und das ist falsch. Ich habe super gute Sachen gemacht. Und ja, das fragt mich, wie du überhaupt so denken konntest. Ah, das ist normal. Ich meine, als Künstler, man ist ja nicht immer so selbstbewusst. Also ich habe auch durchaus meine Momente, in denen ich nicht vor Kraft strotze, wo ich auch mal in mich zusammensacke. Ne? Wichtig ist nur, dass man, wenn man das tut, das ist völlig normal, das hat jeder, egal in welchem Beruf, ne? Wichtig ist nur, dass man dann ein bisschen Dankbarkeit versucht zu empfinden für das, was man hat. Das holt einen da raus. Du hast die Stimme ja schon erwähnt, also du kannst wahnsinnig viel mit deiner Stimme machen. Hast du Gesangsunterricht gehabt? Nee, ich bin wirklich Autodidakt, aber ich mache das natürlich jetzt seit über 20 Jahren. Ne? Ja. Wenn man jetzt die Kinderzeit noch mitrechnet, ich habe mit 6 angefangen wirklich zu singen, aktiv mit 12, wo ich das wirklich dann für mich beschlossen habe. Das und ist ja meine, eine Art Gesangsunterricht. Genau, und ja. Meine Karriere begann 1999 mit der ersten Single, die kam. Und insofern sind das schon so viele Jahre. Und da spürt man selber, was man will und wenn man sich damit befasst, wo die Reise dahin geht und man, ich habe mich natürlich auch gebildet, ist ja logisch, ne? Ja, ja. Musikalisch gebildet. Ich war nicht auf einer Musikschule, aber ich weiß schon, was ein Quintenzirkel ist und all das. Also ich habe da im Nachhinein natürlich, weil ich mich dafür interessiere. Ja, das ist deine Leidenschaft. Ich habe angefangen, irgendwie Gitarre irgendwann mal zu lernen, damit ich selber schreiben kann und so. Und da befasst man sich automatisch auch mit Musiktheorie. Aber die Praxis kommt immer also bei mir vom Herzen. So, ja. Ne? Aber dieses Herz, dein Herz wirfst du ja nicht nur bei der Musik, sondern alles, was du machst. Ne? Ich denke mir auch die Schauspielerei, du spielst jetzt auch Theater seit längerer Zeit. Nein, die Schauspielerei ist ja immer etwas, was mir so ein bisschen dann auch eine Pause verschafft von so einer wahnsinnig intensiven Zeit, wie ich sie gerade habe. Weil es ist ja so, egal wo ich bin, ich befasse mich im Moment immer zu 120% mit meinem Inneren. Mit diesen Geschichten, mit diesen Gefühlen, ja. Auch mit Gefühlen, die wehtun, mit ja. Gefühlen, die schön sind. Ja. Und das ist was Wunderbares, weil man verarbeitet, weil man spürt sich, man brennt und lodert an allen Enden, ja. Und das ist total toll. Aber es gibt irgendwann so einen Moment, wo es auch ganz schön ist, davon mal kurz wieder Abstand zu nehmen und in eine andere Rolle zu schlüpfen und sich mal zu beruhigen, die Wunde wieder verschließen zu lassen, sozusagen, ja. Ah, und da spiele ich dann ganz gerne hier und da auch mal etwas. Aber im Moment liegt der Fokus wirklich voll auf der Musik und wir gehen ja auch auf Tournee ab 20. Januar. Und da ist es erstmal alles drauf fokussiert. Klar, also ich werde noch eine Weile so aufgerissen hier rumrennen. Das ist ja auch wahrscheinlich dann auch, ich meine, du hast ja jetzt die Songs schon, hast ja auch gesagt, bei ein paar Gelegenheiten gespielt, aber dass du die dann auch live richtig spielst und nicht nur einen, sondern mehrere, das ist ja natürlich auch immer dann, was wahrscheinlich auch ganz, ganz wichtig ist. Voll, total. Ich liebe das. Das ist mein Element, die Bühne, ja. Und das wird ja auch vor allen Dingen, es wird auch wahnsinnig emotional, weil das wird schon für die Leute so ein bisschen eine Zeitreise, ne? Weil ja, ich, ja. Wie gesagt, erwähnte ja vorhin das Album als Zeitdokument und so will ich es eigentlich mit der Tournee auch haben. Und durch Sing meinen Song wurden die Leute ja auch mit den älteren Songs konfrontiert und ich möchte natürlich, dass sie die auch hören können. Ne? Ja. Das heißt, ich werde natürlich ein paar alte Jeanette-Songs spielen. Mhm. Ich werde auch, also natürlich in Versionen von heute, ne, so wie ich es heute empfinde und sehe. Also Rock My Life werde ich auf jeden Fall in der Johannes Oerding-Version spielen. Und ich gebe ihm damit auch immer die Möglichkeit, mich besuchen zu kommen. Ja, wollte ich gerade sagen, da muss er doch dabei sein. Ja, also ich habe alle schon eingeladen und ich glaube, wir alle rotieren ja die ganze Zeit. Also da wird es hier und da auch den ein oder anderen Überraschungsgast geben, so viel steht fest. Der hat bestimmt auch total Lust dazu. Also ja, ich war ihn ja auch schon besucht und das heißt, ich werde ihn auch nochmal besuchen gehen und so. Das wird super, super schön. Und ich werde auch ein paar Ewig-Songs machen und natürlich die neuen Songs. Also es wird so ein bisschen eine Zeitreise auch für die Leute. Mhm. So ein bisschen gerade die Jeanette-Songs. Ich meine, die sind zum Teil Rock My Life oder so, ist glaube ich 16 Jahre alt, ja. Und also insofern
ist echt ich sehe das ja immer, wenn die Leute mir schreiben, so, oh Gott, ich bin mit dir groß geworden und Wahnsinn. Und, und dann warst du irgendwie mein Soundtrack, als ich mein Baby bekommen habe. Und ich habe auf meiner Hochzeit ein Geschenk von ewig, war mein Song und so. Es ist so schön. Es ist so schön. Das heißt, ich treffe wirklich Freunde, Menschen, die ich seit 20 Jahren kenne. Ja. Also das ist Wahnsinn. Aber es sind auch viele neue dazugekommen, die ich natürlich auch herzlich willkommen heiße und auf die ich mich auch freue. Und die dann vielleicht auch die Möglichkeit haben, halt wirklich so in die Geschichte einzutauchen. Ja. Es geht immer weiter, ne? Also das ist natürlich auch immer ein Druck, man will nicht stehen bleiben. Und das Leben prägt einen halt auch, ne? Also das Leben trägt einen immer weiter und immer an andere Orte und das verändert einen. Mhm. Ich finde, das ist ja alles wie so ein Schmetterlingsprinzip, ne? Schon der Besuch hier heute bei dir wird mich verändern. Ja. Und der wird was mit mir machen und wenn er nicht da gewesen wäre, würde mir was fehlen sozusagen. Wir sind ja immer ein Produkt der Gegenwart, ne? Deswegen, also und das ist einfach ganz besonders, weil ich bin da sehr dankbar für, dass ich so viel sehen darf, mit so vielen tollen Leuten sprechen darf und so viel mitnehmen kann, ne? Also das ist schön. Und du lebst doch jetzt mehr, hast du ja erwähnt. Also du bist nicht mehr so am Hadern, dass du denkst, hätte ich da mal was, weil... Nee, auch so, wenn es alleine auch darum geht, wie gehe ich hin, oh, wie wirke ich, oh, sehe ich irgendwie gut, das ist mir egal. Du siehst aber gut aus. Ja, aber es ist so, ich mache mir hier irgendwie meinen Dutt und weißt du, und denke mir, okay, komm, ich ziehe an, ich bin einfach, wie ich bin hier und freue mich total. Mir ist nur noch das Innere wichtig, Personality, auch gerade auf Tournee, ich habe eine mega Band, es geht einfach nur noch um Musik, um Personality, um was zu erzählen, um was zu sagen, was ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, finde ich auch, dass man hier und da auch die richtigen Botschaften absendet, weil man die Möglichkeit hat, viele Leute anzusprechen. Ich finde, darum muss es gehen. Ja, der ganze Plastikquatsch und Kostümchen und Glitzer hier und im Schlüpfer da auftreten und das ist alles... Ich meine, alles, das hast du ja alles gehabt sozusagen. Ich bin nie im Schlüpfer aufgetreten. Nein, aber ich meine, aber heute ist das so in. Heute müssen alle im Glitzerschlüpfer irgendwie auftreten. Ohne Schlüpfer geht nicht mehr. Es ist wirklich so. Die haben alle ihre Hose verloren und ihre Röcke. Oh, das ist ein kleiner, wie sagt man das? Ist wieder ein Busen. Ein Busenglitzer passiert ja immer mal so zwischendurch. Ja, der Witz ist, das ist mir auch tatsächlich schon passiert, aber mir ist es in echt passiert, ohne dass ich es wollte oder forciert habe. Ja. Aber gut, was heißt, ich finde immer, es gibt ja durchaus die Möglichkeit, sexy zu sein. Dafür muss man ja nicht nur im Schlüpfer auftreten. Nein. Ja. Dafür kann man auch anders auftreten. Ich glaube, für mich ist ja immer Personality macht, finde ich, für mich immer einen Menschen sexy. Ja, den Glitzeranzug brauchst du nicht. Aber ich meine, du hast natürlich, du interessierst dich ja auch, hast dich sehr für Mode interessiert und du hast irgendwann, glaube ich, auch gesagt, jedes Outfit hatte seine Zeit. Also du hast jetzt nicht in Sexiness mit Schlüpfer, aber du hast vieles ausprobiert. Naja, ich auf jeden Fall. Also es gab irgendwie eine Zeit, da hatte ich mich von Cher inspirieren lassen zu diesen Overalls, wo die ganzen wichtigen Stellen bedeckt sind. Mit irgendwelchen Sternen und Stimmt, wie gesagt, der rote Glitzeranzug, der kam ja jetzt auch wieder vor nicht allzu langer Zeit. Also insofern, ich finde es ja cool. Ich finde, es muss sich halt immer mit Tiefe mischen und mit Botschaft und mit Können. Dann ist alles gut, ne? Wenn man natürlich nur so im Glitzerschlüpfer dasteht und die Lippen vom Mikro bewegt und die Arme in die Luft wirft, dann denke ich mir so, ja, okay, gut. Es muss immer Substanz rein. Ja. Sonst ist der schönste Schlüpfer nichts wert. Sehr gut gesagt. Ja, so ist es. Ja, ja, und auch gerade eine Frau darf auch eine Frau sein, die darf Formen haben und die darf einfach auch einen Körper haben und da muss kein Strich sein. Ja, da kommt und all solche Sachen. Ja. Das ist auch irgendwie toll, dass du dich, muss man auch immer sagen, viele wissen das vielleicht nicht, du engagierst dich sehr auch gegen diesen Schlankheitswahn. Also gerade ganz junge Mädchen, die sich oft unsicher sind und sich dann hinter viel Make-up verstecken und die glauben, dass sie irgendwie diesem Schönheitsideal nacheifern müssen. Aus Unsicherheit, weil gerade man entwickelt sich dort gerade, man ist noch unsicher mit seinem Körper und so, da kann ich nur sagen, traut euch echt zu sein. Die guten Jungs und die guten Männer mögen echte Mädchen, die echt sind, die natürlich sind, so wie sie sind, weil man ist in der Regel einfach schön, wenn man so ist, wie man ist, ganz ehrlich und ungeschminkt und also die guten Männer mögen das. Das ist, hoffentlich haben es viele gehört, Aber ich weiß nicht, hast du nicht selbst so oder warst du nie so, dass du unsicher warst? Ach, ganz doll. Ja. Ich meine Gott, ich bin als Teenager, ich dürfte mich nicht schminken und dann habe ich mir alles mitgenommen und habe mich dann im Hausflur unten geschminkt, wo es meine Mutter nicht gesehen hat. Ja.
tierisch schwarze Augen und alles ganz natürlich, man war genauso unsicher, aber ich muss sagen, dass das echt eine kurze Phase war, weil dann hat mir mal irgendein Junge gesagt, weißt du was, ich finde, dass du viel hübscher bist, wenn du das alles gar nicht drauf hast, so diese ganze Schminke und so. Und dann habe ich mal so drüber nachgedacht und dachte, okay, weil er sagte, du bist so schön, so, weil das bist einfach du. Und wenn du diese Augen so schminkst und dir die Wimpern ranklebst, und zu meiner Zeit gab es noch keine Extensions, ne? Heute wäre es dann noch die Extensions ranmachst und die Plastiknägel, dann siehst du aus wie alle, ne? Ja. Ich finde, man, nur wenn man eben nicht diesem ganzen Schönheitswahn nacheifert, bleibt man individuell man selber, ne? Ja. Also ja, sonst, sein eigener Style. Aber das ist nicht leicht, wenn man noch so jung ist. Ja. Deswegen ist es schön, wenn man Menschen um einen rum hat, die einem das sagen. Und ich hatte da so einen wundervollen Freund, der mir das gesagt hat. Der gesagt hat, hey, sei einfach du selbst. Und dann ich immer im Schwimmbad so, oh Gott, ich habe Zellulite, weißt du, mit 16. Also, und dann auch nur gesagt hat, du bist einfach super schön, halt jetzt die Klappe. Oh, was ein Schnauzer. Hast du heute noch Kontakt mit ihm? Nein, aber er war ein wundervoller, Junge. Ganz toller ganz Junge. Ganz toller Junge, ja. Und wir waren auch wirklich nur Buddies, also wir waren kein Liebespaar. Ja, aber und das ist toll. Solche Leute braucht man. Ja. Total. Ja. Und die meisten Jungs ticken ja so. Jungs. Ihr lieben Mädels, es sind die Guten, die so ticken. Das Schöne ist ja, irgendwann mal einen Menschen zu treffen, der dich sieht, wie du bist. Ja, und der das einfach liebt. Ja. Ausnahmslos. Ne? Ja. Deswegen, das kann aber nur jemand erkennen, wenn du echt bist. Ja. Ne? Es ist ganz schwer, oft hinter eine Fassade zu blicken, weil oft lässt man das gar nicht zu. Aus Angst und aus Unsicherheit. Das heißt, man muss natürlich auch zeigen, wer man ist, damit derjenige die Chance hat, genau das zu lieben oder sich genau darin zu verlieben. Also was ich spüre, du brennst für die Tour, die kommt. Ich bin schon dabei, jetzt Ideen zu sammeln und wir sind gerade voll im Tourwahn und werfen uns die Ideen Bälle zu, sozusagen, um die Ohren und wie gesagt, haben eine wahnsinnsgeile Band am Start. Also das wird richtig fett. Oh, das hört sich super an. Du hast, glaube ich, so sinngemäß gesagt, ich war schon verliebt in ihn, bevor er es überhaupt gemerkt hat. War das wirklich so? Ich bin sehr glücklich, ihn getroffen zu haben und er umgekehrt auch. Und ich war verliebt in ihn, bevor er es wusste. Das ist richtig. und wer mehr wissen will, braucht sich einfach nur die schöne CD anhören. Ja, der Witz ist, man erfährt wirklich viel über mich, wenn man die Platte total hört. Das ist wirklich so. Wahnsinn. Also, ja. Und auch ein bisschen über Jörg und überhaupt über deine ganzen, wo du im Moment stehst. Wo man gerade so steht. Genau, wo du gerade stehst. Jeanette, wir freuen uns total, wenn du herkommst zu deinem Konzert. Auf jeden Fall, ich freue mich auch sehr. Ihr seid alle eingeladen. Ne? Ja, sehr gut. Alle Termine kann man sehen. Gibt's noch irgendwas, was wir dir vielleicht wünschen könnten? So, gibt's was, dass wir uns aussenden in die Welt? Ja, ich glaube, wir sollten uns alle gemeinsam einfach Gesundheit wünschen. Das klingt so banal, aber es ist so wichtig und so entscheidend. Und ich habe es jetzt gerade wieder gemerkt, wenn man dann krank wird und dann kann man nicht das machen, was man eigentlich gerne machen will. Und das heißt, lass uns mal alle schön gesund und fit bleiben, damit wir all die schönen Sachen genießen können und machen können, die uns bevorstehen und dass wir den Moment immer schön genießen, weil der kommt bekanntlich nicht mehr wieder. Das machen wir. Vielen, vielen Dank für deine Inspiration und deine positive Art, die uns alle mitgerissen hat. Kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. Alles Gute für dich. Danke, für dich auch. Danke. Es freut mich, dass Sie sich diesen Podcast mit Jeanette Wiedermann angehört haben. Vielleicht hat sie Sie auch angesteckt mit ihrer Stärke und Frische. Wir können uns jederzeit wiederhören im Radio, immer sonntags zwischen 9 und 12 oder natürlich überall mit allen Gesprächen, wo es Podcasts gibt.